Ja, der nächste Neuzugang sitzt hier, Hanno Behrens. Herzlich willkommen in Lübeck und an der Lohmühle. Du bist einer, den muss man eigentlich den Fans nicht mehr groß vorstellen. So ein bisschen was wollen wir trotzdem heute aus dir rauskitzeln. Wie bist du denn hier in Lübeck angekommen, aufgenommen worden, in der Mannschaft angekommen? Erzähl mal kurz. Ja, sehr gut angekommen. Wurde, glaube ich, sehr gut aufgenommen. Von allen, von der Mannschaft, auch allen Mitarbeitern rund ums Team, die im Verein, die ich schon treffen konnte, also rundum sehr gut aufgenommen worden. Für dich ist es ja nun nach einer kürzeren Pause, sag ich mal, in Indonesien hast du im Februar, glaube ich, dein letztes Spiel gemacht. Fängst du jetzt hier wieder an? Bist du schon bei 100% Fitness oder wie schaut im Moment so dein derzeitiger Zustand aus? Nein, 100% noch nicht. Ich glaube, dass keiner nach den paar Tagen bei 100% ist. Aber klar habe ich eine längere Pause gehabt, habe mich dann natürlich dann fit gehalten, selber was gemacht. Aber am Ende ist Training auf dem Platz immer noch was anderes, die Belastung. Und das wird jetzt von Tag zu Tag besser. Die Fitness kommt, fühle mich auch gut. Denke, dass ich früher oder später wieder bei 100% bin und dann bereit für die Liga. Das hoffen wir doch. Erzähl noch mal kurz, so wie der Weg zum VfB jetzt gewesen ist, was dich überzeugt hat, was du auch vorher hier schon vom VfB und von der Lohmühle kanntest, wusstest. Ja. Ich hatte sehr gute Gespräche mit Basti Harms, auch mit dem Trainer. Sehr, sehr gute Gespräche gehabt, sehr gutes Gefühl von Anfang an da gehabt. Als Norddeutscher kenne ich Lübeck natürlich, war schon öfter mal in der Stadt. Sehr schöne Stadt, glaube ich, lässt sich hier gut aushalten. Den Verein kenne ich natürlich auch, die Lohmühle habe ich ja früher auch schon gespielt. Und ich finde, dass das ganze Projekt, glaube ich, viel Potenzial hat, dass es eine spannende Aufgabe ist, hier den Verein jetzt dauerhaft im Profifußball wieder zu etablieren. Ich denke, das ist das Ziel und ich freue mich da hoffentlich meinen Teil beitragen zu können. Du hast schon gesagt, du bist Norddeutscher, gebürtig in Elmshorn, dann ja lange Jahre beim HSV gewesen, da auch dann die Bezugspunkte hier als Gegner schon auf der Lohmühle gewesen. So dass der Norden irgendwie immer eine Rolle spielt bei dem, was du fußballerisch gemacht hast, oder ist es am Ende nur eine Nebensache? Dass ich jetzt hier gelandet bin, meinst du? Ist eine schöne Nebensache. Ich glaube, im Fußball muss man schon schauen, dass man die Jahre sich auf den Fußball fokussiert. Man hat nicht viele Jahre im Fußball, gerade in meinem Alter jetzt auch nicht mehr so lange. Das ist natürlich ein schöner Side-Effekt, dass die Familie jetzt hier ist. Ich glaube, je älter man wird, umso mehr spielt das da auch eine Rolle, sich dann irgendwann eine Basis aufzubauen, einen Standort, an dem man sich vielleicht auch langfristig sieht. Es sind dann schon Punkte, die, glaube ich, in meinem Alter schon mit reinspielen, die vielleicht mit 22, 23 noch keine Rolle spielen. Die Basis wird bei dir dann in Hamburg liegen, denke ich, oder hast du vor, nach Lübeck zu ziehen? Wir haben auch eine Hamburger Fraktion, eine Fahrgemeinschaft. Yeah. Schließt du dich der an? Ist noch offen, 50-50. Ich schaue jetzt gerade noch nach Wohnung. Haben jetzt zwei Optionen, eine in Hamburg, eine in Lübeck. Muss ich mit der Freundin jetzt mal besprechen. Wir sind uns da selbst noch nicht ganz einig. Hat beides seine Reize, Vorteile natürlich. Mal schauen. Ja, wenn du was Schönes hier in Lübeck hast, ich könnte mir das schon vorstellen, dass es da schon auch reizvolle Ecken gibt, wo man auch als jemand, der jahrelang in Hamburg zu Hause war, sich in Lübeck sehr wohlfühlen kann, oder? Ja, definitiv. Deswegen, wie gesagt, keine einfache Entscheidung, hat beides Vor- und Nachteile. Lübeck, eine wunderschöne Stadt, sehr lebenswert. Muss man schauen. Gut, schauen wir mal, wo sich das hin entwickelt. Wie hast du denn so bisher die Mannschaft erlebt? Wie hast du die Stimmung in der Kabine erlebt? Ihr seid ja ein paar Jungs dabei, die schon ein bisschen was erlebt haben. Ein paar Jüngere sind auch dazugekommen. So, wie findet sich das zusammen? Wie ist die Mischung? Wie ist die Stimmung? Stimmung ist super. Also, wie gesagt, sehr gut aufgenommen worden. Training, die Qualität ist da, geben ordentlich Gas. Alle hauen sich rein. Atmosphäre insgesamt auch sehr, sehr, sehr gut, sehr positiv. Guter Mix. Also bisher, muss ich sagen, passt alles ganz gut zusammen. Du hast die dritte Liga ja auch schon mal erlebt. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Dann warst du ja ein paar Jahre noch mal höherklassig unterwegs. Was erwartet uns denn in der dritten Liga? Was kannst du aus deinen Erfahrungen da berichten?
Wie erwartest du diese Spielklasse? Ja, schon ein paar Jahre jetzt her, dass ich dritte Liga gespielt habe zuletzt. Aber man verfolgt es natürlich, den Fußball in Deutschland allgemein und die dritte Liga natürlich auch. Ist eine sehr attraktive Liga, glaube ich. Ja, Qualität ist schon hoch. Ich glaube, jede Mannschaft gibt Vollgas. Ja, es geht viel über die mannschaftliche Geschlossenheit. Ich glaube, das muss auch eine unserer Stärken sein. Das war, glaube ich, hier letztes Jahr so und ich bin mir da sicher, dass das auch dieses Jahr wieder so sein wird. Am Ende kann jeder jeden in der Liga schlagen. Man muss immer 100% geben und ja, dann ist vieles möglich. Aber es ist sicherlich ja, auch eine große Herausforderung jetzt als Aufsteiger, weil, wie gesagt, die Qualität schon auch in der dritten Liga sehr hoch ist. Du hast schon gesagt, die mannschaftliche Geschlossenheit ist ein Punkt, der im letzten Jahr ein großes Plus war. Das ist sicherlich auch im Moment schon zu sehen, dass der Konkurrenzkampf noch mal ein bisschen größer geworden ist und trotzdem das Miteinander auf Anhieb sehr gut wirkt. Ne? Dass also dieser Konkurrenzkampf, der eigentlich auf fast allen Positionen gegeben ist, nicht dazu führt, dass da irgendwo Eifersüchteleien aufkommen oder sowas. Ja, ist bisher nicht der Fall. Natürlich, je dichter das am Ende zum Ligastart geht, jeder möchte spielen, wird es da vielleicht auch nochmal ein bisschen knackiger. Das gehört auch dazu. Ich glaube, jeder hat den Ehrgeiz, spielen zu wollen. Aber am Ende ja, muss es immer auf fairer Ebene ablaufen. Wir sind eine Mannschaft. Wir brauchen, glaube ich, alle Spieler in der Liga. Müssen zusammenhalten. Wie gesagt, es geht nur über die mannschaftliche Geschlossenheit. Und ja, da muss der eine andere dann mal den sauren Apfel beißen, das gehört einfach dazu. Aber am Ende hat jeder die Chance, sich reinzukämpfen und ich glaube, dass das immer ja, auf sehr guter Ebene hier ablaufen wird. Du kommst als zentraler Mittelfeldspieler, als solchen kennen wir dich auch aus vielen Jahren Bundesliga, zweite Liga und so weiter. In unserem Spielsystem, was Lukas präferiert, mit drei zentralen Mittelfeldspielern, wo siehst du dich am ehesten? Auf der offensivsten Position? Also du kannst ja letztendlich alle Varianten spielen. Was ist dir am liebsten, am wichtigsten? Ja, ich glaube, ich kann alle drei spielen. 6, 8, 10, alles gespielt. Grundsätzlich macht es natürlich immer viel Spaß, Tore zu schießen. Von daher gerne offensiver. Aber am Ende, wo auch immer die Mannschaft mich braucht, wo der Trainer mich sieht, spiele ich, macht mir alles Spaß. Von daher ja, bin ich da ganz offen. Legen wir noch mal ganz kurz so ein bisschen zurück in deine bisherigen Stationen. Du hast ja schon ein bisschen was erlebt, was du sicherlich auch mit den Erfahrungen an die Jungs weitergeben kannst. Du bist aufgestiegen mit Darmstadt, du bist aufgestiegen mit Nürnberg, du hast ein Abenteuer gehabt sozusagen in Indonesien. Wo war es denn bisher am schönsten? Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich hatte sehr schöne Jahre in Darmstadt, echt coole Jahre gehabt. In Nürnberg genauso, war auch eine super Zeit. Beide Städte auch sehr lebenswert, coole Mannschaften gehabt. Ja, Indonesien auch ein Abenteuer gewesen. Rostock haben wir dazwischen auch noch unterschlagen. Das war zwar nur ein Jahr, aber war, glaube ich, auch sehr gut, ne? Ja, auch Rostock, ja, sehr gutes Jahr gehabt. Coole Mannschaft. Auch schön an der Ostsee zu leben. Ja, waren alles super Stationen, würde ich sagen, bisher. Immer gute Erfahrungen gemacht. Auch Indonesien, die ersten Monate hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, dann ein bisschen zu kämpfen gehabt mit dem Klima, mit öfter mal krank sein. War alles ein bisschen schwierig, trotzdem da auch, wie gesagt, die erste Zeit auch sehr genossen. Also ja, alles Erfahrung. Waren viele gute Stationen dabei, will jetzt keine rausheben. Ja, sowohl Darmstadt, Nürnberg als Rostock, alles coole Vereine und auch ja, erfolgreich gewesen, also überall Spaß gehabt. Das hast du eben schon angesprochen, wir hatten auch schon mal kurz drüber geredet, Indonesien so als komplett anderes Land, das man von hier aus Westeuropa auch ja, sehr wenig wahrnimmt. Das ist schon eine spezielle Erfahrung, dann in so ein Land zu kommen, auch noch für einen Verein zu spielen, der, ich weiß nicht, wie viele hunderttausende Fans hat. Ich kann mir vorstellen, dass das einen nochmal ganz besonders prägt, oder? Ja, das war schon eine krasse Erfahrung, mal zu sehen, wie woanders Fußball gespielt wird, auch gelebt wird. Das ist ein Riesenunterschied zu Deutschland, das Leben insgesamt. Ja, schon sehr wild da drüben. Ja, grundsätzlich hätte ich ja auch das Jahr gerne durchgezogen, aber ich glaube, man muss dann auch irgendwann anerkennen, dass der Körper vielleicht bei diesen klimatischen Bedingungen und ja, mit dem Essen, Hygiene
wie gesagt, alles ein bisschen schwierig ist, dass das als Nordeuropäer vielleicht dann nicht so gut funktioniert auf Dauer. Muss man auch lernen, erstmal. Aber insgesamt nehme ich da auch sehr viel Erfahrung mit fürs Leben. War eine sehr spannende, aufregende Zeit. Ja, und habe sehr viel Geschichten zu erzählen, glaube ich, aus dieser Zeit. Und die gesundheitlichen Dinge sind dann aber auch, sobald du wieder hier in Europa warst, dann auch sofort wieder okay gewesen? Das war eine rein klimatische Geschichte dann? Ja, was heißt sofort nicht. Das hat sich schon ein bisschen gezogen. Ich glaube, der Akku war mal leer. Ja. Aber der lädt jetzt wieder auf. Wie gesagt, jetzt wieder im Training voll dabei. Ich denke, auch ganz gut trainiert jetzt die Tage, macht Spaß. Von daher glaube ich, alles gut. Genau, und dann freuen wir uns auf dich auf der Lohmühle hier. Du freust dich sicherlich auch drauf, hier und auch in der dritten Liga allgemein, dann vor einem schönen Stadion, großen Kulissen zu spielen. Gibt es irgendwas, worauf du dich besonders freust in dieser Liga? Sind ein paar schöne Auswärtsfahrten dabei, glaube ich, spannende Spiele. Guter Freund von mir spielt in Ingolstadt, Lukas Fröde. Da freue ich mich natürlich drauf, gegen den zu spielen. Aber so an sich. Nur vorher, glaube ich, oder? Auch auf dem Platz. Wird es dann schon heiße Duelle geben? Ja, mit Sicherheit. Da wird man sich schon begegnen. Ist immer schön, wenn man gegen alte Bekannte und oder gute Freunde auch spielt. Komisches Gefühl, aber macht, glaube ich, auch Spaß. Ja, und auf die Heimspiele freuen wir uns hier auch, glaube ich, alle besonders. Lohmühle mit richtig Publikum hast du auch so noch nicht erlebt, glaube ich, zumindest als Aktiver nicht. Wenn du im HSV2 damals hier warst, waren es ja auch eher Spiele mit zwar für Regionalliga-Verhältnisse ganz gutem Besuch, aber jetzt nicht Drittligamäßig. Die Lohmühle kann schon speziell werden. Ja, freue ich mich auch total drauf auf die Spiele hier. Habe ja schon mal hier gespielt, aber mit weniger Zuschauern damals und sehr, sehr lange her. Also auf die Heimspiele freue ich mich auch sehr, definitiv. Gut, dann freuen wir uns drauf, dich bald hier im grün-weißen Trikot auf dem Platz zu sehen und wünschen erstmal viel Spaß weiter in der Vorbereitung. Danke, Hanno Behrens. Dankeschön.